Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ist es jetzt die Zeit dafür, dass Bitcoin entweder schlagartig nach oben schießt oder müssen wir weiterhin davon ausgehen, dass der Bitcoin wirklich erschreckende Preisziele nach unten erreichen wird? Ich werde es euch hier in diesem Video ganz genau und detailliert mitteilen. Leute, weiterhin bin ich mit meiner CryptoKero VIP-Gruppe in einem Trade. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Trade aussieht, was wir gerade traden, all die Informationen werde ich ebenfalls in diesem Video geben, also schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an und dann würde ich sagen, dass wir gar nicht mehr viel drum herum reden. Leute, lasst uns hier einmal direkt in den Bitcoin-Chart reinspringen und uns anschauen, was hier abgeht. Ein Like, bevor wir mit diesem Video starten, wäre wirklich fantastisch. Dann lasst uns einmal direkt rüber gehen. Leute, wir sehen hier nämlich in unserem Bitcoin 4-Stunden-Chart, wir werden auch noch gleich über die größeren Timeframes sprechen, aber hier in unserem Bitcoin 4-Stunden-Chart können wir jetzt gerade nämlich erkennen, dass wir uns in einem sogenannten Rising Wedge befinden. Dieses Rising Wedge ist folgendermaßen, es geht zwar mit der unteren Linie, das heißt mit der Support-Linie immer weiter nach oben, aber es schafft es letztendlich nicht, theoretisch gesehen, diese Supportlinie dann schlagartig nach oben zu verlassen und dann natürlich auch die Widerstandslinie hier zu durchbrechen. Wir können hier zwar sehen, dass wir einige Male bei dieser Widerstandslinie angekommen sind, aber jedes einzelne Mal wurden wir von dieser Widerstandslinie rejected. Theoretisch und prinzipiell müssen wir eigentlich von diesem Rising Wedge einen Ausbruch nach unten erwarten, da wir hier mit diesem Rising Wedge ein sogenanntes bärisches Pattern haben. Aber wir wollen den Teufel noch nicht an die Wand malen. Ich bin weiterhin eher bullisch als bärisch. Erst wenn wir dieses Pattern tatsächlich mit einem erhöhten Volumen nach unten verlassen, werde ich anfangen, bärisch zu werden. Und dann werde ich, falls ich zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Trades offen habe, beziehungsweise wenn ich Long Trades offen habe, dann diese Trades auch schließen. Jetzt gerade sieht es wirklich eng aus für den Bitcoin. Wir befinden uns hier bei einem Preis von ungefähr $23.800, so ziemlich genau bei der Supportlinie. Wenn wir diese Supportlinie nach unten durchbrechen, müssen wir dann tatsächlich auch davon ausgehen, dass wir hier bis zu einem Preis von in etwa $19.300 runtergehen, bevor wir überhaupt von einem starken Anstieg vom Bitcoin rechnen können. Wie auch immer, Leute, wie gesagt, das ist noch nicht einmal das Wichtigste gewesen. Wir machen hier direkt einmal weiter mit unserem größeren Timeframe. Aber Leute, eine Sache sehr, sehr wichtig, das liegt mir am Herzen. Vielen Dank für den ganzen Support in den letzten Tagen. Vielen Dank dafür, dass ihr mich unterstützt. Vielen Dank, dass ihr dieses Video liked. Vielen Dank, dass ihr meinen Channel abonniert. Und vielen Dank, dass ihr auch die Glocke aktiviert. Erst einmal, Leute, wie am Anfang des Videos bereits erwähnt, ich bin weiterhin in einem Trade. Ich zeige euch hier gerne noch einmal, bevor wir weitermachen, einen der Trades, den wir erfolgreich abgeschlossen haben, hier der Bitcoin Long Trade mit 96%, haben wir diesen Trade abgeschlossen und wie gesagt, wir sind weiterhin in neuen Trades mit der CryptoKero VIP-Gruppe. Wie kommt ihr hier in diese Gruppe rein? Erst einmal erstellt ihr euch über meinen Link unten in der Videobeschreibung einen Account bei BitGet. Nachdem ihr diesen Account erstellt habt und eure erste Einzahlung getätigt habt, die ihr euch selber aussuchen könnt, nehmt ihr dann eure UID, das heißt eure User-ID und klickt dann den zweiten Link in der Videobeschreibung an. Dort füllt ihr das Dokument komplett aus und dann erhaltet ihr von mir persönlich oder von einem aus meinem Team eine Einladung zu der CryptoKero VIP-Gruppe und ich kann euch versprechen, dass ihr dann in Zukunft solche Trades nicht mehr verpasst. Komplett kostenlos, Leute, als Dank an die CryptoKero-Community. Aber machen wir hier einmal direkt weiter mit unserem nächsten Chart. Und zwar der Bitcoin-Tageschart. Ich bin hier auch auf dem Boot gerade von Palma in Richtung Barcelona. Ich hoffe, dass die Internetverbindung weiterhin standhält. Die ist nämlich manchmal weg. Auch hier gerade in unserem Bitcoin-Tageschart sehen wir nämlich dieses sogenannte Rising Wedge hier in einem bisschen größeren Ausmaß. Und ich möchte euch hier eine ganz besondere Sache anzeigen, Leute. Es sieht tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus für den Bitcoin, denn wir befinden uns weiterhin oberhalb von unseren zentralen Pivotlinien, was so viel bedeutet, wie dass wir jetzt immer noch eine höhere Chance haben, den ersten Widerstand zu erreichen, als dass wir davon ausgehen müssen, dass der erste Support erreicht werden wird. Solange wir hier über einem Preisziel von in etwa $22.800 bleiben, können wir auch davon ausgehen, dass der erste Widerstand hier erreicht werden wird, früher oder später. Natürlich keine Garantie dafür, aber jetzt gerade ist es das, was uns unser Chart anzeigt. Machen wir aber direkt einmal weiter. Ich habe hier nämlich noch eine ganz besondere Sache und ich weiß gerade nicht, warum es zwar nicht mehr da ist, aber
packen wir hier noch einmal die EMA Ribbons rein. Da haben wir nämlich auch eine wichtige Erkenntnis. Und zwar auch hier in unseren EMA Ribbons. Ich wollte es gerade eigentlich noch auf dem 4-Stunden-Chart gezeigt haben, aber fangen wir erstmal mit dem Tageschart an. Hier können wir nämlich auch erkennen, ich mache den CPI-Indikator nochmal weg, dass wir uns nach wie vor sowohl oberhalb der Supportlinie von dem Rising Wedge aufhalten, aber auch oberhalb von unseren EMA Ribbons, was theoretisch ein ziemlich positives Signal ist. Leute, wenn wir hier einmal in die Vergangenheit schauen, haben wir wirklich das letzte Mal, als wir diese EMA Ribbons durchbrochen hatten und dann nach oben gegangen sind, wirklich einen sehr, sehr starken Preisanstieg. Und wir haben hier seit März ungefähr, seitdem haben wir uns eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger unterhalb oder innerhalb von diesen EMA Ribbons aufgehalten. Jetzt weiterhin befinden wir uns, beziehungsweise nach langer Zeit und jetzt auch schon seit einigen Tagen, einigen Wochen, befinden wir uns oberhalb von diesen EMA Ribbons, was tatsächlich ein ziemlich positives Signal ist. Wie gesagt, Leute, wir wollen noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber gehen wir hier auch nochmal auf unseren kleineren Timeframe nochmal zurück und auch dort möchte ich euch gerne noch einmal die EMA Ribbons anzeigen. Hier sieht es zwar nicht besonders gut aus, aber wie gesagt, das ist lediglich der Bitcoin 4-Stunden Chart. Solange wir in den größeren Timeframes bullish sind, das bedeutet jetzt im Hinblick auf den EMA Ribbon, solange wir oberhalb vom EMA Ribbon sind, sieht alles noch weiterhin gut aus. Und wie gesagt, Leute, den nächsten Trade solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Kommt gerne in meine CryptoKero VIP-Gruppe rein. Wirklich ausschließlich VIPs sind in der Gruppe erwünscht. Füllt einfach mal hier unten das Dokument mit dem zweiten Link aus. Vorher natürlich den Account erstellen. Eure erste Einzahlung tätigen bis zu 4.163 Dollar. Komplett kostenlos mitnehmen. Plus ihr bekommt einen Zugang zu meiner CryptoKero VIP-Gruppe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf meinem nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Like nach oben. Bye, bye.